So, da wurden wir gerade vom guten Wolf vor dem Bewacher gerettet. Welch ein guter Mann das doch ist. Na gut, bevor wir jetzt da versuchen, weiter nachzuforschen, schauen wir uns mal das hier an. Eumelkopp hat den Tunnel einstürzen lassen, ich komme ja nicht durch. Na gut. Genau, Nekromant, das war die Beschreibung. Der Nekromant benötigt hier Blutmagie und Sturmgewehre, deswegen verteile ich meine Punkte jetzt erstmal weiterhin hier. Okay. Energieschub. Und Charakterfähigkeitspunkte. Davon habe ich gerade 5 und kann entsprechend hier meinen Kram aufwerten. Ich mache das hier erstmal. Ja, wo mache ich das denn? Sturmgewehr. Gut. Raus hier. Da sind wir wieder zurück in der Welt der größtenteils Lebenden. Na, ein paar gibt es schon noch. Ich laufe jetzt mal zu Wolf zurück oder etwa zum Freizeitpark Eumel. Ich bin unentschlossen. Was soll ich nur tun? Ich laufe erstmal zum Freizeitpark Ormel zurück. Guck mal, was er mir anzubieten hat an Quests. Und ich habe außerdem nichts mehr. Ich habe noch die Hauptquest offen. Gestern wurde übrigens das neue Gebiet Tokio ins Spiel integriert. Das heißt, es gibt jetzt insgesamt 4 große Questgebiete, die sich jeweils unterteilen in mehrere kleine. Das gehört zur Ausgabe 9. Wenn es soweit ist, dann werde ich das Gebiet dazuschalten. Sprich, 10 Euro ausgeben und es kaufen. Ja. Hallo. So, dann philosophiere mich mal bitte voll, Nicholas Winter. Wo zum Teufel? Wo ist das? Ich hab es doch genau. Oh Gott. Gott, dieser Gestank. Meinem Sohn Nicholas James Winter, bla bla bla. Wo ist das? Wo ist das? Dad? Ah! Ich hinterlasse mein Meisterwerk, den Atlantic Island Park, damit er restauriert wird nach meinen Originalplänen? Welche verdammten Scheißpläne, Dad? Wie ist das gelaufen? Schon gut, ich bin nicht blind und taub. Es ist kein Zufall, dass es die Dinger zu den Fahrgeschäften zieht. Der Nebel kam am Tag unserer Ankunft. Ich sollte fliegen, aber der Flugplatz war geschlossen. Also kamen wir im Wagen von Portland. Nicht mal eine Stunde später kam er wie eine Lawine. Wahid hier beschloss, im Auto zu bleiben. Ich bin zum höchsten Punkt, den ich finden konnte. Es fiel mir damals nicht auf. Ja, wegen den Tieren auf meinen Fersen. Aber es ist schon seltsam, dass das Riesenrad noch funktioniert. Der Strom muss doch längst abgedreht sein. Zumindest die elektrische Energie. Aber damit läuft dieser Ort nicht, stimmt's? Nathaniel Winter, mein Vater, er blieb zurück, als alle anderen gingen. Und das nicht, weil er sonst nichts hatte. Er hatte sein Imperium, sein Geld. Meine Mutter? Er hatte mich! Aber das war alles, was er wollte. Es hielt ihn über ein Jahrhundert am Leben. Es gab ihm Kraft. Wahrscheinlich lauert er immer noch hier,
irgendwo und ernährt sich von den Geistern verschollener Kinder wie der schwarze Mann. Was glotzen Sie denn so? Das hier ist Privatbesitz. Zum Riesenrad gehen. Na, wir schauen uns dieses besagte überdimensionale Rad einmal an. Hallo Erik, Erok, Borgfen, Dingens. Ja. Er saugt kleine Kinderseelen auf wie der schwarze Mann. Und da kommen wir nochmal an Sichtstörungen. Oh. Mit dem Riesenrad fahren. Rote haben wir bereits. Okay. Wollen Sie den Schatten im Atlantic Island Park betreten? Ich weiß, was mich erwartet, eigentlich nicht. Aber man kann ja wirklich gut Items farmen gehen. Welch ein schöner Anblick. Ja, das ist einfach nur hübsch, hübsch, hübsch. Ja, sehr schön. Pudeln wir uns erstmal durch, weil eventuell fällt was Schönes für uns ab. Ich mag schöne Dinge. Weil für mich. Ja, weg mit dir. Oh, ich blubber wie so ein... Eine Blutfontäne. Du... spukender Versklaver. Befreien wir also das Lachen der Kinder. Nachdem wir uns kalt haben. Lalala, Leben auffüllen, bitte. So. Verringerter magischer Schaden, erhöhter Widerstand gegen körperlichen Schaden. Verstehe, aber das kann man sicher abdrehen. Vielleicht durch dich. Nein. Hier. Ihr seid Ziegenverwandt, richtig? Was ist da? Kann der? Das ist ja wieder andere. Nur anders ausgedrückt. Ja, okay. Bye. Ja, gar nichts. Und jetzt bist du Matsch. Weg mit dir.
Nur noch du. Um das Lachen der Kinder zu befreien. Oh, der Schrei. Der wilde Versklavte, alles Kreischrei. Und grober Schrot. Das Lachen der Kinder befreien. Na klar doch. Bleibe hier, Saftsack. Oh. Seufz. Ich möchte mich hier gerade unterhalten mit Leuten. Die tolle Hüte tragen. Ich will euch verschlafen. Und bang. Nacht. Ich sollte hier alle weggeboren. Uiuiuiuiuiui, es geht mir auch gerade ziemlich scheiße. Okay. Der nächste Schritt auf der Befreiung. All derer, die hier gefangen wurden, gehalten wurden, tun. Ein Glas Tee trinken. Na, ja, lecker. So. Ja. Hallo Freunde. Kommt einmal zusammen. Die große Runde. Und Brot für euch. Du und du. Die Freude der Kinder befreien. Na klar. Da läuft er. Und wir werden ihn kriegen. Immer. Und immer. Und schon. Gute Nacht, Mariechen. Was haben wir hier? Irgendwelche Glyphen. Da oben ist doch jemand.